Was war denn da los? Warum haben Sie mich hergerufen? Es geht um Ihren Sohn. Mein Sohn? Was ist denn mit ihm? Wir vermuten, dass er in den Diebstahl einer sehr wichtigen geheimen Staatsakte verwickelt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Stimmt das? Natürlich stimmt das. Wieso sollte ich ihn scheiße sehen? Aber die Versuchung war für ihn schließlich sehr groß. Dann bewachte er die Akte erst. Aber er arbeitet ja bei der Regierung und er hatte nie irgendeinen Kontakt mit der Unterwelt oder so. Ja, aber wenn man weiß, dass diese Akte sehr wichtig ist und für viel Geld am Schwarzmarkt bringt, sie versuchen sehr groß. Kann ich mal mit ihm sprechen? Es ist ja vielleicht alles nur ein Irrtum. Tut mir leid, aber er ist tot. Nein, das kann ich nicht sehen, Pferd. Sie könnten ihn ja sehen, aber ich will ihn den Anblick erspannen. Es ist grausam. Wer hat ihn denn gebracht? Sind Sie gar nicht traurig? Oh ja, ich bin traurig. Ich will wissen. Ja, wir vermuten, dass uns ein Komplize getötet hat. Und übrigens, die Sache ist sehr vertraulich. Wissen Sie? Welche Komplize? Ja, für so ein Ding braucht man ja auch einen Komplizen. Also war's das? Ja. Wir vermuten, dass die Akte sehr wichtig für Terroristen sein könnte und er vielleicht das Geld braucht, das sie dafür zahlen. Aber er verdient ja gut bei der Million. Wow. Ja, auch sehr sparsam. Ja, aber er konnte sicher sehr viel Geld mit der Akte machen. Ich hoffe, dass das alles nur ein Irrtum ist. Nein, leider. So, ich begleite Sie noch zum Ausgang. Danke, Sie sind so wirklich sehr nett. Sir, kommen Sie, da ist der Ausgang. Hey, was machen Sie denn noch? Kommen Sie. Ah, dort steht Ihr Auto. So, jetzt will ich aber schauen, was dieser Timmy Dix wirklich ist. Da kommt man mir verdächtig vor. Außerdem, warum sollte genau die gleiche Akte bei ihm unter dem liegen? Was kann ich? Oh, was steht denn da? Schwer verschuldet. Das kann man nicht mehr mit ehrlichen Mitteln zurückzahlen. Er hätte ein Motiv. Es könnte sein, dass er die Akte hat. Ich glaube, ich muss nochmal zu ihm schauen.